Weiter geht es mit einer massakrierenden neuen Folge. Dying Light 2. Woo! Oh yeah, Leute. In der letzten Folge waren wir ja hier im Massakerraum. Okay, Massaker-Pool eher gesagt. Und haben uns mal hier so ein paar Champions angeguckt. Ne? Ich meine, er ist ganz böse. Hier hinten, er ist unnormal motiviert. Guckt euch mal diese Muskelpakete an. Meine Güte. Er streckt immer noch seinen Arsch hervor. Das will ich nicht sehen. Und du? Ah ja, du musst noch ein bisschen Rennen üben, ne? Ja, genau. Aber hier wird nicht gerannt, hier wird gekämpft bis zum Tod. Gut. Reden wir mal mit Harry. Ich glaube, ich werde das bereuen. Ich nicht, Boss. Ich setze nur auf echte Kämpfer. Das Eröffnung, Sie sehen es ab. Amateure kämpfen, um in unsere Reihen aufzusteigen. Um zu beweisen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die letzten Kämpfer, die noch stehen, sie. Jeder gegen jeden also. Denk daran, wenn ein Teammitglied ausscheidet, verliert das andere automatisch. Okay, hauen wir uns jetzt alle auf die Fresse? Okay, wir müssen Kairo retten. Hey. Wir müssen Kairo einfach nur retten. Oder Trio. Boah, stabil. Boah, Junge, einfach alle gegen alle. Voll aufs Maul. Steh nicht mehr auf, Junge. Au, au. Alter, ich werd voll gepuncht. Prügelt euch. Oh, der hat gesessen. Ich meine, du brichst dir doch hier alles bei. Also wenn du durch die Apokalypse nicht stirbst, dann spätestens hier. Nein, 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 noch nicht. Jetzt. Weg mit dir. Oh, böse. Ja, warum stehst du denn noch auf? Geh doch endlich kaputt. Er will's wissen, ne? Bleib einfach liegen. Oh, das hat böse geknackt. Okay. Das hört ja gar nicht auf. Jetzt aber. Stehst du noch auf? Hey, ruhig, Junge. Ich muss gerade deinen Kollegen hier umbringen. Jetzt muss ich gegen zwei kämpfen, oder was? Ah, fast. Yes. Boah, der war gut. Erzählst du es meinem Alten? Das interessiert ihn vermutlich kaum. Hä? Warum? Ich hab doch gewonnen. Hier, trink was. Wer weiß, wann du das nächste Mal dazu kommst. Na, komm schon. Auf ein Wort. Ja, was gibt's? Scheinst in Ordnung, Aiden. Pass auf Chihu auf. Guter Junge, aber mit Problemen. Vor allem, wenn sein Vater dich als Problem ansieht. Aiden! Hier, hast du dir verdient.
Wer hat dich kämpfen gelehrt? Leben. Ich hatte auch keinen Lehrer. Das ist mein Problem. Mein Vater war eine Legende. Damals. In der Massakerhalle. Einzig wahre Arena in der Stadt. Aber sie haben ihn verraten. Und meinen Bruder getötet. Na, du willst also Rache? Ja. Was anderes zählt kaum noch für mich. Was zum... Gas! Bleib unten. Das ist Skullface. Scheiße, ist es wirklich? Er ist verdammt groß. Tatsuo, wo ist es? Das heißt, du hast ein neues Spielzeug. Nicht für dich. Falsch. Es ist für mich und nur für mich. Deswegen das Gas? Gleicher Kampf für alle, was? Für mich ist es niemals gleich. Nie. Niemals! Hast du gehört? Niemals! Nie! 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 Na bitte. Runter! Nein! Tja, hier ist unser Held. Mal sehen, was in dir steckt. Bloß ein weiterer Penner, der von der Massakerhalle träumt. Arschlöcher alle. Nichts weiter als Hundescheiße an meinem Schuh. Verdammter Abschaum! Sie hat gesessen. Suchst du Unterhaltung? Tja, hier hast du sie. Techland. Aiden! Steh auf! Er hat den Generator zerlegt und Infizierte reingelassen. Stay human. Bloody Ties. Lampen sind aus. Ich stell den Strom wieder an. Ich schau nach den Infizierten. Okay. Alles Assis hier. Nimm mal die Lampe an. Jetzt muss ich gegen Menschen und Monster kämpfen. Menschen und Monster. Kann ich dir auch nicht? Ist hier wildes Geballer? Kann ich hier jeden töten? Komm, Junge, mir gefällt dein Gesicht hier nicht. Runter mit deiner Glatze. Ja, ist ja gut. So, ich werfe die Dinger jetzt hier einfach mal rein und dann gucke ich mal, was passiert. Und? Boah, alle tot. Was ist mit dir, Glatzenmann? Kann ich dich prügeln? Nee, ich glaube, der stirbt nicht. Moment! Schau euch an! Da! Nope! Sie sind durch!
Yep. Endlich. Mann, ey, ich hab mich schon gefragt. Zero! Gut. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Da bin ich, du Stück Scheiße. Das ist das Unvermeidliche. Was haben wir hier? Alles in Ordnung? Nein. Ich dachte, ich sei tot. Na, gute Arbeit mit dem Generator. Was? Ja. Kinderspiel. Zero, du Dreckskerl! Was habe ich dir übers Wetten gesagt, hä? Aber. Nichts, aber. Hey, bleib mal locker. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, verstanden? Er hat gerade die UV-Lampen eingeschaltet. Wenn er nicht gewesen wäre... Einen Scheiß hat er. Ich habe den zweiten Generator eingeschaltet. Der andere ist vollkommen am Arsch. Das wollte ich dir gerade erzählen, ehrlich. Hör auf, mich wütend zu machen. Ich füttere dich nicht, damit du dann in einer Grube verreckst. Halt dich von meinem Sohn fern, verstanden? Weit entfernt. Wie geht es ihm? Keine Ahnung. Sieht nicht gut aus. Jedes Mal, jedes verdammte Mal. Ich brauche etwas Luft. Wir treffen uns auf dem Dach, wenn du etwas über Skullface wissen willst. Sag mir das doch gleich hier! Chairo! Aha. Ich füttere dich nicht. Fick dich doch. Also, wer war das denn? Mein Vater, Ogre, der Ex-Champion. Ich meine den Spinner mit der Maske. Ach ja, Skullface. Der neue Champion der Massakerhalle. Kleine Welt. Was hat's mit Ogre auf sich? Was ist mit deinem Vater? Was mit ihm ist? Er war mal stark. Jetzt nicht mehr. Wie kommt's? Er ist ein Feigling. Hat keinen Finger gerührt, als sie meinen Bruder umgebracht haben. Das ist dein Champion? Selbst Skullface würde nicht einfach nur zuschauen. Erzähl mir von ihm. Erzähl mir von Skullface. Das Arschloch hat alles. Geld, Prestige, eine geile Waffe. Und was er nicht hat, das nimmt er sich. Du klingst ziemlich eifersüchtig. Natürlich bin ich eifersüchtig. Wenn ich so wäre wie er, würde mein Vater nicht... Ach, egal. Was gibt's noch? Wie kommt man in die Massakerhalle? Mit Training. Es ist die einzige Arena wie das alte Kolosseum oder der Madison Square Garden. Wie gesagt, Macht, Prestige. Wer kann an diesen Kämpfen teilnehmen? Nur die Besten. Wie ich. Und du. Man muss 3 Ausscheidungskämpfe in der Stadt bestehen. Schau auf die Karte. Scouts beobachten jeden, der antritt. Jeder Ausscheidungskampf hat andere Regeln und testet eine andere Fertigkeit. Sie haben aber alle eine Sache gemeinsam. Man muss wirklich gut sein, um nach oben zu kommen. Oder vollkommen wahnsinnig. Und du bist? Beides. Und deswegen gewinne ich. Ob es meinem Vater gefällt oder nicht. Du würdest es auch versuchen, wenn du Eier in der Hose hättest. Wer weiß. Vielleicht treffen wir uns mal wieder. Wir sehen uns, Aiden. Du bist in Ordnung, Mann. Bin ich das? Oder bin ich nur genauso krank wie er? Story Quest: Die Irren von Villador. Gut, gehen wir mal zur ersten. Wo haben wir sie denn? Hier ist der erste Fight. Let's go. Das schaffen wir. Ja, das fragst du dich, ne? Ich bin ein Biest. Ein Monster. Eine Maschine. Eine Biest-Monster-Maschine. Ah, hier vorne ist noch was. Steppen wir da mal kurz hin. Hier gibt's wieder Mutationspoints. Hallo, Jungs. Jau. Okay.
Ja, okay, Jungs, also wir müssen jetzt irgendwas hier finden, ja? Ich meine, ich habe kein Leben mehr und ihr habt keinen Bock. Also lasst uns doch in der Mitte treffen und ich töte euch alle, ja? Wie wär's? Ich werde ein bisschen rumstöbern und versuchen, was über die Prüfungen herauszufinden. Bleibt dran! Alter! Jau! Da muss ich wohl mit der Waffe machen. Lauf nicht! Wow! Boah, er hat sich verwandelt! Weg mit dir, Junge! Du Sackgesicht! Kann ich die Leute hier nicht looten? Ah, hier. So viel Loot gab das jetzt nicht. Hier ist noch ein Kollege. Ah, okay, hier kann man looten. Es dauert immer so ein bisschen, bis man die looten kann. Das finde ich ein bisschen schade. So. Ich weiß noch nicht, ob die unendlich auftauchen oder auch begrenzt sind. Das gilt es noch alles herauszufinden. Ja, nice. Aiden, du bist ein wahrhaftiger Künstler. Und jetzt? Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Na gut. Wir müssen es versuchen. Tag ein, Tag aus. So, was macht ihr jetzt, hä? Oh, weg mit dir. Kopf ab. Komm mal her. Ja, wie? Böse. Stirb. Was bist du? Oh mein Gott. Das war irgendein Mensch. Keine Ahnung, ich habe ihn mal geköpft. Ah, hier, warte. Hier vorne war was. Ja. Nice, nice. Gib mir den Loot. Naja, gut. Blutiges Asporfin, aber das ballere ich mir trotzdem in die Vene. Stehe ich drauf. Blutige Medikamente. Wer redet da? Wer redet da? Ihr Pfeifen, ne? Komm mal hoch! Oder du? Ich liebe dieses Ding. Komm her! Oh, er hat sich weggedreht. Komm du her! Und du auch! Und du auch! Au! Autsch, ist ja gut. Okay, komm, ab zum ersten Kampf. Ich will mindestens einen heute schaffen. Wow, seit wann chillen wir jetzt wieder auf dem Boden? Der Boden ist böse. Geh weg. Hier ist Loot. Medikit? Kristallstaub. Ja, Kristallstaub ist ganz nett. Ja, was denn? Was ist dein Problem, Junge? Was ist dein Problem, hä? Und tschüss. Ach ja, der Wurfhaken, ey. Damit zu kämpfen ist böse. Wir laufen mal weiter Richtung 2. Ganz entspannt. 200 Meter noch, easy. Können wir in einem fliegen wahrscheinlich. Ah, okay, auch nicht. Morgen melde ich mich freiwillig. Tschüss! Alter! Sorry, Bro! Du meldest dich morgen für gar nichts mehr. Let's go!
Ah, die Kopfhörer rutschen immer raus. Das ist ja grausam, ey. Diese Kopfhörer, sie rutschen immer raus. Ah, Hornig! Jetzt haben wir dich, du Stück Scheiße. Meine Bienen. Hey, 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 erstmal meine Bienen hier, ja? Dann mein Harz. Dann Lavendel und der andere Scheiß. Warum ihr immer so einen Spagat in der Luft macht, verstehe ich nicht. Ja, okay, ich hau ja schon ab. Kannst behalten, den Scheiß. Oh, wow, hier ist eine Pistole. Ich komme wegen der Prüfung. Geh in die dunkle Höhle und sammle Kristalle ein. Während die Sonne scheint. Die dunkle Höhle am helllichten Tag? Gehst du oder nicht? Aber kämpfe ich oder schleiche ich mich nur rein? Du holst dir die Kristalle. Setze ein Gewehr ein, wenn du willst. Der Rest interessiert mich nicht. Hast du die Waffe? Ich habe die Waffe nicht. Es ist Astrids Waffe aus der Massakerhalle. Für die Prüfungen ausgeliehen. Gehst du oder nicht? Der Scout schaut zu. Ja, ist ja gut, aber erstmal will ich was wissen. Wer ist der Scout? Wer ist dieser Scout? Ein wahrer Kenner, der die Besten der Besten für die Massakerhalle Hand verliest. Er wird sich nicht mit weniger zufrieden geben. Ich nämlich. Du bist das also. Gehst du rein oder nicht? Ja, aber... Aber... Wer ist Astrid? Wer ist Astrid? Sie hat die Prüfungen entworfen, um blöde Fragen zu vermeiden. Ach so. Gehst du rein oder nicht? Ja, ist ja gut. Ich gehe rein. Okay, eine Knarre. Hab ich die jetzt? Ach so, okay. Sammel Kristalle, bevor die Zeit abläuft? Ich habe gerade was über die dunkle Höhle gehört. Die Scheiße haben überall Kristalle versteckt. Einer ist in der Nähe vom Eingang. Hier, hab ihn. 10 Stück? Das Waschbecken im Badezimmer nicht übersehen. Okay. Boah, du bist der Gott gleich. Was ist hier? Noch einer? Der nächste ist hier vorne. Alter, der hat gescheppert. Ist ja gut. Hier ist noch einer. Wo sind die anderen? Hier im Klo ist nix. Hier liegt noch einer rum. Ich muss mir erstmal raussuchen, wo die Viecher liegen. Okay, dann gehen wir nach hier unten. So, den musste ich so töten. Ist ja gut. Im Kühlschrank. Ach, im Kühlschrank. Der gute Kühlschrank. Halt's Maul. Im Schrank? Ne. Ja, stirb doch. Wo könnte das letzte sein? Vorletzte sogar. Habe ich hier denn alles abgesucht? Hier im Kühlschrank ist nichts mehr. Hier haben wir auch alles weg. Kann ja nur noch hier oben was sein. Hier im Klo? Nee, im Klo ist alles sauber. Hier die Kiste? Nee, okay, man kann hier also gar nichts öffnen. Hier oben, okay, auf dem Fensterbrett haben wir noch eins. Also am Anfang. Und hier ist noch eins, okay. Okay, gut. Habe ich soweit verstanden. Kann man die auch alle behalten? Das wäre wild. So, wir wollen das natürlich nochmal spielen, weil so kann ich das nicht akzeptieren. Also, Waschbecken, Fensterbrett. Gar nicht schlecht.
Hier und hier. Dann hier. Ich springe mal direkt nach unten. Ah, okay, ich bin ganz unten. Ich hoffe doch, dass du ein Naturtalent bist. Danke für den Tipp. Einmal hier. Wir treffen uns auf ein Bier auf der Kürbisfarm auf dem Fitzwilliam Place. Ja, geht auf mich. Zu welchem Anlass? Komm schon, Boss. Wir haben die erste Prüfung bestanden. Okay, darauf trinke ich, Champ. Oh Gott, Alter, 30 Sekunden, fick dich doch, niemals. Hey, beruhig dich. Vielleicht stürzt du ja frühzeitig ab. Ist ja gut. Die Wette nehme ich an. Ich saufe wie ein Wikinger. Ab und hoch. Und wir müssen nach hier. 8. Viel Glück. Pass auf, ich habe meinen vollsten Spitznamen gegeben. Wie im Film. Meine linke Faust heißt Knall und meine rechte Hart. Wow. Knallhart. Kapierst du? Ich kapier schon. Du bist ein Profi. Mann, ich bin einfach zu lustig. Bist du. 9. Safe hier unten noch irgendwo. Ach, come on, wo bist du denn? Nice, okay, ja gut, haben wir eh verschissen. Gott, okay, das ist schwer. Hätte ich nicht gedacht, das musst du ein paar Mal spielen. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Ein Waschbecken? Als Maul auf dem Fensterbrett, ja. Vielleicht am Anfang noch irgendwo. Gott. Oh, wow, hier auf dem Sofa. Ja, das war gar nichts. Das war ja noch schlechter als vorher. Naja, gut, nicht ganz, aber... Trotzdem. Okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was uns erwartet. Was müssen wir denn machen? Mindestens Bronze? Scheint so, ne? Lass mich nochmal kurz gucken. Was haben wir denn im Inventar? Haben wir hier was Neues? Ja, nur Schrott. Haben wir hier was Neues? Nur Schrott. Und im Tagebuch steht... Trinken Sie einen Drink? Ja, okay, gut. Mindestens Bronze. Alles klar, Leute. Super, wir wissen Bescheid. Die erste Herausforderung haben wir gemeistert. Zwar nicht so gut, wie ich wollte, aber wir haben es gemeistert und das ist die Hauptsache. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine kleine Bewertung da. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Good night and good luck.